Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum Kale PBE's Champion Spotlight. Dieser Titel ist irgendwie immer insane lang. Die gute Kale und auch Morgana wird gereworked. Morgana ist dabei ein ganz kleiner Fall, stellen wir also nur kurz vor. Das heißt, ihr B-Spell hat ein kleines bisschen besseren Execute. Und bei der Ultimate kann sie nun gescheckelten Zielen schnell hinterherlaufen. Das war's, Leute. Das war die Morgana-Änderung. Und sie sieht ein bisschen besser aus. Kale hingegen ist ein absolutes Monster, der hat sich super viel verändert. Beginnen wir dabei mit ihrer Passive. Und da muss man Riot Games auf jeden Fall loben, denn es ist ultra unique. Denn dieser Champion scaled nun super hart mit Level, okay? Jeder Champion hat ja Level Power Spikes und bei ihr ist es klassisch mit der Ultimate verbunden. Das heißt, Level 6, Level 11 und Level 16 rastet sie komplett aus. Und in ihrer ultimativen Form erinnert sie mich so ein bisschen an Agumon. Das Vieh hat ja auch so 6 Flügel gehabt. Schauen wir aber nur ein kleines bisschen genauer hin. Das heißt, die K-Passive ist nach wie vor auf Auto-Attacks fokussiert. Das bedeutet, sie kann nach wie vor Stacks sammeln und kriegt dadurch mehr Attack-Speed. Wenn sie 5 Stacks hat, erreicht sie dabei einen neuen Status, der Exalted heißt. Und auf erster bis zur 5. Stufe kriegt sie quasi Movement-Speed, wenn sie auf den Gegner zuläuft. Na, sie ist so eine kleine Jägerin. Sollte sie Level 6 erreichen, passiert nun folgendes. Denn sollte sie auf dieser Stufe Exalted sein, macht sie nun Damage hinter dem Ziel, beziehungsweise auch On-Hit-Schaden an sich. Dieser On-Hit-Schaden skaliert witzigerweise mit ihrem E-Spell. Zu dem kommen wir später noch. Aber der Passive Damage ist abhängig von euren Punkten im E. Das heißt, der Level 6 Power Spike ist schon mal not bad. Du hast also deutlich kräftigere Auto-Attacks, auf denen du nach wie vor natürlich aufbaust. Gut, die nächste Stufe erreicht sie bei Level 11 und da wird's absolut insane, denn sie wird ein Ranged Champion. Und das witzigerweise mit einer 550er Range. Zusätzlich steigern sich auch die Attack-Speed-Stacks ihrer Passive ebenfalls nochmal. Begonnen haben wir bei 6%, jetzt sind wir bei 10% pro Stack, also 50% mehr Attack-Speed, wenn die Passive voll aufgeladen ist. Und das über eine 550er Range. Das ist wirklich viel. Naja, und ab Level 16 erreicht sie quasi ihren Gott-Status. Das heißt, ihre Passive ist dabei permanent aufgeladen. Das heißt, sie macht immer Flächenschaden, also so einen lächerlichen Wave-Clear und natürlich DPS im Teamfight. Und die Fire Waves, also der zusätzliche Schaden, ist nun True Damage. Holy shit. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Passive, die man deutlich spürt, wenn man entsprechendes Level-Up schafft. Und der Wechsel von Melee zu Ranged hat auch seine Tücken. Denn du kannst dir solche Dinge wie Titanic oder Sterax kaufen, aber sobald du Ranged bist, funktionieren sie einfach nicht mehr. Du hast zwar die Stats, aber Titanic spreadet nicht mehr. Es graut auch so langsam im Itembild aus. Also diese Gegenstände braucht euch trotzdem nicht zu holen. Gut, kommen wir nun zu ihren Spells. Denn beim Q feuert sie einen Skillshot ab, der einen Gegner trifft. Danach wird diese Fähigkeit ausgelöst und trifft noch Gegner dahinter. Bei diesem Skill muss Kale kurz stehen bleiben, kann aber nach der Animation weiterlaufen. Na, der Skillshot ist wirklich slow. Dafür ist der Schaden allerdings relativ hoch und hat ein AP und AD Scaling, was bei Kale unter anderem ein durchgehendes Thema ist. Und die Ziele werden später auf bis zu 50% für 2 Sekunden verlangsamt. Das ist ein solider Wert. Und zusätzlich wird sogar noch Armor und MR geschreddet für 3 Sekunden. Das Ganze ist prozentualer Natur, das heißt, alte Themen von der Kale zuvor werden wiederholt. Im Prinzip ist dieses Spell aber vergleichsweise clunky, könnte aber auch Balancing-Gründe haben. Gut, kommen wir nun zum W-Spell. Das ist nach wie vor ein Heal. Dieser Heal kann auf einen Verbündeten gesprochen werden und beide heilen sich. Und das Ganze hat ein AP-Scaling auf dem Heal-Wert, aber auch auf die Movement-Speed. Je mehr AP also Kale hat, desto gestörter ist dieser Spell. Aber immer noch der alten Kale relativ ähnlich. Kommen wir nun zur E-Fähigkeit und das ist Starfire Spellblade. Dieser hat erstmal einen passiven Effekt, also den On-Hit-Schaden, den wir von Kale bereits kennen, der auch mit der Passive synergiert und ebenfalls ein AP- und AD-Scaling hat. Und der aktive Teil sorgt dafür, dass Kales nächster Auto-Attack verstärkt ist. Diese Verstärkung sorgt erstmal für einen ziemlich soliden Execute-Damage. Und wenn man Level 6 erreicht, ist dieser Spell an sich verbessert, das heißt, er explodiert sogar, also an AOE-Schaden. Und ein verstärkter Auto-Attack, der AOE-Schaden macht und noch ein Executes, Magic-Damage wohlgemerkt, ist sehr hart. Also das ist schon, damit kann man definitiv arbeiten. Naja, und bezogen auf die Ultimate ist Kale nach wie vor in der Lage, ein Ziel unverwundbar zu machen. Aber es gibt noch einen Bonuseffekt, das bedeutet, es ist ein Ring um denjenigen, der geschildert wird. Und dieser lässt nach einer gewissen Zeit Schwerter runterregnen, die Magic Damage anrichten. Dabei ist hier ein 80% AP Scaling drauf und ein 100% Bonus AD Scaling. Und der Grundwert geht auf bis zu 500 hoch auf höchster Stufe. Das ist also eine deutlich bessere Variante der Kale Ult. Es muss aber bedacht werden, es kostet 100 Mana. Das heißt, an die Kale Mains da draußen, euer Spell ist aktuell kostenlos. Hier wird er was kosten. Der Effekt ist aber trotzdem ziemlich nice. Zumal man ja auch Flexibilität mit sich bringt. Das heißt, man kann die KO nach wie vor auf jedes Ziel machen. Aber hier kann man vielleicht überlegen, einen Tank auszuwählen, der mitten im Gegner drin ist und viele Leute trifft. Das heißt, Wombo-Kombo-Potenzial, was man mit KO vorher nicht mal ansatzweise hatte, ist hier technisch gesehen ein bisschen in der Ult versteckt. Gut, kommen wir zur Zusammenfassung. Generell ist KO erstmal der ultimative Rechtsklick-Champion, okay? Sie baut super viel Tech-Speed auf, synergiert natürlich mit Rageblade, mit Nashos Zahn, also alles, was der Tech-Speed und natürlich auch AP gibt. Kann aber auch durchgehend hybridmäßig gespielt werden, da überall ein Bonus-AP
AD bzw. ein Gesamt-AD-Scaling drauf ist. Kayle wird also von Natur aus durch ihre Level an sich deutlich stärker und später hat sie vor allem den Gameplay-Changer, dass sie nun ein Ranged-Champion wird. Das ist halt schlichtweg sick, denn 550 Reichweite mit diesen krassen Auto-Tags ist not bad. Das heißt, Möglichkeiten auf Crit oder Runans oder irgend so ein Shit zu gehen, ist auf dem Papier her möglich und Kayle wird dadurch auf eine seltsame Art und Weise sehr flexibel. Das heißt, sie ist immer noch als Attack-Speed-AP-Champion spielbar, aber wie gesagt, die ganze Hybrid-Palette steht ihr zur Verfügung. Definitiv ein super sickes Design und sie selbst ist natürlich absolut brutal gehardcountert, wenn sie CC'd wird, beziehungsweise hard CC'd. Kayle ist hier ein Auto-Attack-Damage-Monster. Und wenn sie nicht zu Auto-Attacks kommt, ist sie eine Katastrophe, weil die restlichen Spells vergleichsweise clunky sind und die Ultimaten zu Beginn natürlich mit einem sehr, sehr hohen Cooldown. Bezogen auf die alte Kayle ist vom Spirit aber viel erhalten geblieben, was ich gut finde. Die braucht immer noch Auto-Attacks, sie hat auch das Auto-Attack-AOE-Thema immer noch dabei und wie die alte Kayle wird diese Variante auch bei drei Items komplett durchrasieren. Bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Gut, im Prinzip war's das. Ich würde gerne eure Meinung in den Kommentaren hören. Was haltet ihr von der neuen Kayle? Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.